Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Toy, das wir uns nur als Orke spielen können. Und ihr seht schon, ich habe hier schon die Heritage Armor der Orks an. Und zwar habe ich eben die Questreihe gemacht davon und dementsprechend das Toy bekommen, was wir uns heute anschauen werden. Das ist einmal das Clan-Banner. Und hier haben wir auch noch ein paar Möglichkeiten, das anzupassen, auf die wir auch gleich eingehen werden. Als allererstes, wo kriegen wir das Ding her? Wir müssen einmal einen Ork haben, der Minimumstufe 50 ist, bei Orgrimmar einen ehrfürchtigen Ruf hat. Und dann können wir einmal hier nach Orgrimmar gehen und in der Mitte gibt es dann von dem Werten Eitring einfach eine Questreihe, die so eine halbe Stunde dauert, die sehr cool ist und auch vertont ist. Und da gibt es dann dementsprechend, wenn man die abgeschlossen hat, einmal dieses Erbstück hier, dieses Heritage Armor Gear, also die Traditionsausrüstung im Deutschen, und am Schluss auch noch hier dieses Clan-Banner. Während der Questreihe können wir uns hier in dem Gebäude, wir sind jetzt gerade im Klingenhügel in dem Hauptgebäude, einen Clan aussuchen. Und es soll anscheinend so sein, wir lernen das jetzt mal, dass wir von dem Clan, den wir uns aussuchen, dementsprechend das Banner auf dem Rücken haben. Und ihr seht, ich habe jetzt hier das Banner auf dem Rücken und wir können das aber bei dem Kollegen hier ändern, indem wir hier hergehen und sagen, ich möchte jetzt Frostwolf-Clan-Banner haben. Seht ihr, dann ändert sich das Banner. Das sieht auch ganz cool aus mit dem Wolf. Oder ich möchte Drachenmal-Clan, das ist das, was ich eben hatte. Oder ich möchte den Kriegshymnen-Clan. Ah, das kennen wir. Oder Schwarzfels-Clan. Auch cool mit den Ketten an der Seite. Was haben wir dann noch? Zerschmetterte Hand. Und das letzte, was wir dann noch haben, ist das blutende Auge. Also auf jeden Fall ein recht cooles Toy. Das ist 10 Minuten drauf, das Banner. Und das Ding hat, lass mich raten, eine Stunde. Ne, 10 Minuten. Also wir können es durchgehend drauf haben und ihr könnt euch dann auch aussuchen, wie es aussehen mag. Ist eine sehr coole Angelegenheit. Ich nehme jetzt, glaube ich, wieder irgendwas Rotes. Dann kommen wir das Drachenmal. Obwohl, der passt nicht so gut dazu. Ich nehme Kriegshymnen-Clan. Das passt sogar am besten zu dem Rot. Sieht schon echt sick aus, muss ich sagen. Also, macht definitiv was her. Und ja, das war es eigentlich soweit, was ich zeigen wollte. Wie gesagt, Ork braucht er ehrfürchtig bei Orgrimmar. Dann könnt ihr die Quest rein OG machen. Am Ende gibt es dann quasi die Ausrüstung und das Toy. Und das könnt ihr dann quasi hier im Gebäude noch ein bisschen abändern. Juti, dann sind wir durch mit dem Ganzen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachfarmen. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.